Warte. Und das war's. Das heißt, keine Ausreden. Ich hoffe, ihr seid alle live dabei. Würde mich freuen, wenn ihr eingeschaltet habt. 8 Uhr. Auf meine Uhr ist es Punkt. Deswegen würde ich sagen, lasst uns noch keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Platz, um uns erstmal ganz entspannt warm zu machen. Ich brauche euch im hüftbreiten Stand. Knie locker leicht gebeugt, Oberkörper aufrecht, Schulter stolz. Und wir kreisen die Arme weit drin. Komm nach oben. Und tief, einmal mehr. Wir starten locker, marschier auf rechts. Komm, ja, Knie ein bisschen höher. Arme locker mit. Verlagern das Gewicht. Step, touch, außen. Rot, tipp, tipp. Wo ein bisschen tiefer in die Mitte. Yes, lass die Beine arbeiten. Super. Komm, 4 mit. 3 noch. 2. Füße bleiben außen. Side to side. Rot, tipp, tipp. Füße so leicht es kann. Arme kommen vor den Körper. Wir rotieren dann aus. Komm, raus und locker aus der Hüfte. Endlich wieder Kurs. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr alle wieder live seid. Hier vor Ort. Hoffentlich ist es im Dezember gemeint. Ciao. Auch hier noch. 4, 3, 2. Armschläge vor den Körper. Yes! DJ, ich glaube, ich brauche die Musik ein bisschen lauter. Arme lang zur Decke. Super! Komm, Oberkörper schön mit. Ja! Perfekt! Auch hier! 4 weg! 3 noch! 2! Zieh mal abwechselnd die Ferse! Hoch! Super, auch hier, wo ein bisschen tiefer geht. Auch hier, 4 mehr. 3 noch. 2, Achtung, im Single, Single, Double. Komm, Single, Single, Double. Mehr. Single, Single, Double. Yes. Single, Single, Double. Einmal noch. Bleib im Single. Ja, leg den Oberkörper mal eigentlich vor und zieh mal die Ellbogen schön hoch zur Decke. Bring hinten mal die Schulterblätter auf Spann. Perfekt. Bleib dabei. Für 8 mehr. 7. 6. 5 noch. 4. 3. 2. Wieder locker. Easy. Step touch. Tipp. Tipp. Ich brauche mal die Arme 90 Grad, gell? Schieb die Arme mal lange raus. Ja. Raus. Arme. Höp. Und hin. Wenn es geht, Arme länger. Schneller. Ja. Höp. 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 Nacken bleibt entspannt. Lass die Schulter werden. 4, 3, 2. Und die Arme mal lang zur Decke. Komm. Schön, lange weg, komm. Auch hier, 4, 3, 2. Wieder locker, easy, side to side, komm, raus. Oberkörper schön mit. Kreis mal locker die Schulter. Rüber, rüber. Perfekt, werde größer, nimm den Ellbogen mit. Raus. Oberkörper rotieren leicht mit. Auch hier. 4 mehr. 3 noch. 2. Eine Runde mit einem langen Arm. Komm, raus. Perfekt. Super. Auch hier noch 4 mehr. 3. 2. Halt mal die Beine aus. An, verlager das Gewicht. Rechts. Links. Oberkörper bleibt hier aufrecht. Spür mal so leicht die Dehnung im Innenschenkel. 4 mehr. 3 noch. 2. Halt mal auf deine rechte Seite an. Stopp. Leg mal den Ellbogen ab. Arm wieder an tief. Rotier mal langes Leg auf. Komm nach oben. Und tief. Rauf. Und bleib dabei. 4 mehr. Komm. 3 noch.
noch zwei. Letztes Mal hat er oben an. Bring die Brust auf Spannung, zieh den Ellbogen schnell ran. Höp, höp, höp. Öffne hier dein Schulterblick. Versuch mit dem Ellbogen hinter den Rücken zu arbeiten, okay? Super. Arm bleibt oben. Komm zurück. Gewichtsverlagerung. Oberkörper aufrecht. Bein immer eins lang gelassen. Komm. Belastung von Ferse zu Ferse. Okay, halt auch hier. Linke Seite ab. Komm. Stopp. Unterarm abgesetzt. Linke Arm rauf. Langsam zurück. Rauf. Und rück. Schau den Arm weit hinterher. Super. Vier mal mehr. Komm. Rauf. Und rück. Noch drei. Letzte Beine. Einmal noch, halt oben an. Spannung los, Ellbogen. Ran, ran. Super, die sollte jetzt ein bisschen wärmer werden, okay? Auch hier noch, vier mehr. Drei, zwei, letzte Runde aufrichten. Step Touch außen. Raus, tippen. Gut, wie geht's euch? Alle warm geworden. Eine letzte Runde aufwärmen haben wir noch. Und dann starten wir heute mit einem schönen Tabata-Workout. Okay, zieh nochmal die Ferse nach oben. Ja. 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 Schulter entspannen. Schau mal meine Hände. Dreh mal zur Decke, werd größer. Super, schön hoch mit dem Werfen. Ja. Single, single, double. Ja. Single, single, double. Ja. Single. Double, zwei. Letzter. Bleibe einzeln. Letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Easy. Locker. Ausgeschüttet. Durchgeatmet. Wenn du möchtest, kurz und schon trinken, okay? Wir starten gleich mehrere verschiedene Tabata-Runden. Runde 1 Tabata, immer 4 Minuten, 8 Übungen. Immer ein schöner Wechsel. Runde 1 kümmern wir uns vor allen Dingen erstmal um die Beine. Haben mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir starten Runde 1 mit den Kniebeugen. Mit dem Po tief und schön hoch. Wir haben ordentlich Tempo drin. Ich möchte auch die Puste richtig ankurbeln. Mehrere Varianten. Einsteiger, Mittelstufe, Fortgeschrittene. Einsteiger, schöne Kniebeugen am Platz. Fortgeschrittene. Bis auf die Zehenspitze. Und wenn es geht, Expertin in den Sprung. Okay? Du entscheidest, was möglich ist. Platz genug hast du? DJ, ich brauche ein erstes Lied und mit richtig schönen Sound. Mach dich bereit. 20 Sekunden, volle Belastung. Wir brauchen Tabata. Tabata Beautiful Pain. Nicht Explosion. Gut, bist du bereit? Ich brauche dich ein bisschen breiter als hüftbreiter Stand. Knie leicht gerollt. Schultern schön aufrecht. Und denk dran, gleich bei den Kniebeugen, den Po anzuspannen und die Hüfte mit vorzuschieben, okay? Gut. Welcome to Tabata. Yes! Runde 1, 20 Sekunden Belastung. Ich brauche es lautstellen. Bist du bereit? Und auf geht's, Kniebeugen. Komm, ha! Ha! Lauter, komm! Yes! Du entscheidest! Grundvariante oder Mittelstufe. Wenn es geht, in den Sprung. Komm, letzte Sekunde. Verdiene diese 10 Sekunden Pause. Du entscheidest, was möglich ist. Oh, kurze Pause. 10 Sekunden auslockern. Rechter Fuß geht vor. Linker Bein zurück, okay? Oberkörper aufrecht. Schulter mit Schloss. Außenstich. Tief. Erinnern. Höp. Tief. Auch noch. Yes. Halte das Tempo! Mehr! Ja! Tief! Ja! Kurz locker! Wieder einmal die Kniebeugen! Auslockern! Deine Variante! Grundvariante, Mittelstufe oder Experte, okay? Breiter Start! Und go! Entweder nur die Kniebeugen! Oder bis zu den Zehenspitzen! Oder ein Sprung! Du und dein Tempo! Gib alles!
2. Wow, alles, ja! Grundvariante oder Zehenschwitz. Wenn's geht, Sprung. Yes! Pro Anschlag, Hüfte vor. 20 Sekunden. Mehr nicht. Und gut. Ausgestreckt. Rechte Fuß vor. Linker Bein zurück. Aufrichten. Okay, du entscheidest. Wenn's geht, dynamisch. Tief. Oh, Gott. Eine Runde mehr die Knie beugen. Eine Runde mehr Ausfallschritt. Bereit? Two, one, and go! Yes! Lass die Pumpe arbeiten. Letzte Mal eine Runde. Wenn es geht. Nochmal zum Sprung! Go! Perfekt! Oh, locker! Letztes Mal links, Ausfallschritt! Danach hast du das Training verliebt! Oberkörper aufrecht! Bereit? Oh, go! Ha! 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 Gut! Belastung hier vorne auf der Ferse! Letzte Sekunde! Beißen! Kopf! Yes! Und lang! Durchatmen! Kurzen Schluck trinken! Das war die erste Runde! Einmal kurz auslockern, durchatmen! Ihr habt gemerkt, wir haben die Beine bearbeitet. Ab jetzt kommt einmal Cardio, durchatmen. Das heißt, wir haben auch da 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Übung 1 wird sein, Jumping Jack. Gut, wenn das nicht so gut klappt, gehen wir einfach außen, außen, innen, außen, außen, innen, innen. Das bleibt meine Grundvariante. Übung Nummer 2 wird sein, rechter Fuß vor, linker zurück. Hier schön in den Knee-Lift. Die ganze Zeit die eine Seite, anschließend dann den Wechsel auf die andere Seite. Auch hier solltest du merken, das klappt super. Darf das Bein gerne in der Luft bleiben. Okay? Körperspannung, Functional Training. Okay? Könnt ihr wieder? Ich würde sagen, nächste Runde. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Gut, wir starten mit dem Jumping Jack. Bist du bereit? Und auf geht's! Yes! Du in deinem Tempo, komm! Du entscheidest, was möglich ist. Mehr davon, komm! Super, Ende ist dicht. Und Pause. Rechter Fuß vor. Rechter Arm hoch.
Zwei Runden mehr. Schau mich weg. Und liebe. Bereit? Schon auf, ey. Schau mich weg. Jo. Du stoppst dein Tempo. Und wenn du ganz langsam bist. Okay? Komm, Andy ist hier drin. Durchatmen, Beine auslockern. Wenn du möchtest, kurzen Schluck trinken. Halbzeit von den Tabata-Runden haben wir schon. Okay? Das heißt, wir machen weiter mit der Oberkörperkräftigung. Und dafür brauche ich euch auf der Matte. Folgende Übung. Wir starten mit unserem heißgeliebten Liegestütz. Das heißt, auch hier mehrere Varianten. Knie aufgestellt. Becken vor, Hände unter der Schulter. Von hier aus ziehen die Schultern weg von den Ohren, gehen hier ruhig tief. Das wäre meine Grundvariante. Steigerung, Standbein breiter, Schultern weg von den Ohren, Becken vor, hier unsere Variante. Das heißt, je enger wir hier mit der Schulter breit sind, desto leichter ist es für die Brust, ein bisschen mehr Spannung auf dem Trizeps, breiter Stand macht mehr Spaß. Expertenvariante, Zehenspitzen, Becken vor und fest, auch hier schön breiter ganzer Weg. Denk daran, es sind immer nur 20 Sekunden. Haben eine Übung wieder einen Wechsel für den Rücken. Das heißt, zweite Übung wird sein, Daumen zur Decke, Blick zur Matte, Diagonale. Wenn es geht, hier schon als Schwimmer. Du entscheidest dein Tempo. Das ist einmal die erste Übung mit der zweiten kombiniert. Dann haben wir noch einen zweiten Block. Zweiter Block wird sein, Mountain Climber. Haben wir hier, abwechselnde Knie ran. Wenn es geht, auch hier etwas schneller als Tempo-Variante. Oder nur halten, falls das Stütz schon ausreicht, okay? Auch hier ein Wechselspiel mit der Side Plank. Hier halten wir die Spannung. Wenn es geht, mit Hüfteinsatz. Expertenvariante hinten auf den Füßen, auch hier Hüfteinsatz. Okay, wir starten in den Liegestütz. Ich gebe euch früh genug Bescheid. Das heißt, du entscheidest deine Variante. 20 Sekunden, nächste Runde. Auf geht's! Welcome to Tabata. Schultern weg von den Ohren, Becken vor und fest, 20 Sekunden, 4, 3, 2, 1, go! Yes! Becken vor und fest. Du entscheidest, ob hier auf den Knie oder auf den Zehenspitzen. Deine Variante, mehr davon, komm! Woo. Yes! Und abgesetzt. Hier kommen wir jetzt zum Diagonalhebel, okay? Wenn es geht, ein Schwimmer im Tempo. Blick zur Matte. Diagonal. Auf geht's. Wenn es geht, hier im Tempo. Wenn nicht, mach es langsam. Du entscheidest. Nur 20 Sekunden. Daumen zur Decke. Arme länger. Hoch damit. Super. Pause. Noch einmal Liegestütz, okay? Weil es so schön macht. Becken vor und fest. Knie. Schulter. Und go. Wenn es geht, Zehenspitze. Bauch und Rücken. Halte die Spannung. Schultern weg von den Ohren. Sonst bleiben wir hier, okay? Letzte Sekunde. Komm. Mehr. Blick zur Matte, Daumen zur Decke, Fingerspitze, Spannung und go!
Nicht nach hinten rutschen! Nicht nach vorne! Bleib hier in der Mitte! Letzte Sekunde, komm! Sehr gut! Sideplank! Ellbogen unter der Schulter. Muss man nicht auf die Knie. Wenn es geht, dann nicht. Hebt die Hüfte schon mal. Oh, die Hüfte zu decken. Ja, push, 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 push. Yes! Optional, Knie. Du bestimmst, was möglich ist. Yes, bleib dabei. Ja, hä? Spitze. Mountain Climber, das Ganze noch einmal. Hände unter die Schulter, Füße aufgesetzt, Rücken rund raus. Go! Entweder hier, langsam, wenn es geht, im Tempo. Nicht den Po nach oben, Knie zu den Ellbogen. Letzte Runde, go! Mehr davon, go! Eho unter der Schulter. Knie, Füße, du entscheidest. Komm mal hoch. Hüfte ist. Sehr gut. Endes in Sicht. Gleich geschafft. Komm. Nur noch. 4, 3, 2, 1. Lang. Super, du hast gemerkt, wir haben den Oberkörper und den Core schon miteinander verbunden. Core bedeutet Bauch, Rücken, seitliche Stütze. Und jetzt der letzte Tabata. Deine letzten 4 Minuten vor der Entspannung. Geht es noch einmal komplett um die Bauchmuskulatur. Dafür brauche ich euch den Rückenlage. Haben folgende Übung. Grundvariante, auch hier 2 Grundvariante. Bedeutet, Ellbogen zum Knie. Wenn das gut klappt, fortgeschrittene Variante. Mit der diagonalen Streckung, hier als, ich nenne es mal Käfer-Crunch, okay? Diesen verbinden wir hier nochmal mit der Side-Plank als Rotation. Das heißt, du hast immer noch die Stütze, geht hier in die Rotationsbewegung. Geht genauso gut auf den Knien. Ja? Zweite Übung, zweiter Block wird sein, der Side-Punch-Crunch. Klingt nicht nur gut, ist es auch. Crunch hoch, Punch, Mitte hoch, Punch. Mitte, hoch, punch. Okay? Den verwenden wir mit dem Plank wandern. Bedeutet, wir kommen hier noch einmal den Unterarmstütz, wandern rauf und rück. Geht genauso gut auf den Knie. Das Schlimme aber ist, 2 Runden. Einmal wandern wir nur mit der linken Hand, einmal nur mit der rechten. Okay? Starten mit dem ersten Block. Käfer Crunches und den Side Plank. Gut. Auf geht's. Next round. Bauch ist fest, drück mal den Rücken jetzt in die Matte. Ellbogen nach außen, Diagonale, du in dein Tempo, okay? Komm, auf geht's! Ha. 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 Wenn das gut klappt, bleib einfach oben. Gib mir Länge. Drück den Rücken mal fest in die Matte, okay? Mehr, mehr, mehr! Komm! Ha. 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 Seitlich! Oberkörperrotation. Linke Arm. Stütze hier oder Stütze da. Arm ist lang. Oberkörper rotiert. Ja, tief, tief, oder hier. Aber die Hüfte ist weg von der Matte. Ellbogen unter der Schulter. Okay? Letzte Sekunde. Komm, mehr. Hey. Hey. Kieferklatsch. Rücken ab. Diagonal den Tempo, okay? Bauch ist fest, Rücken in die Matte. Let's go! 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 Entweder hier oder bleib einfach oben. Denk daran, es sind nur 20 Sekunden. Mehr möchte ich gar nicht für euch. Drück den Rücken hier fest. Mehr, mehr. Super! 4, 3, 2, 1. Side-Plank, andere Seite. Dann kommt der Stress. Rotation in der Oberkörper. Ellbogen unter die Schulter. Geht es mit dem Arm ein? Tief. Yes.
punch, okay? Go! Am punch! Rechts und links! Links und rechts! Komm! Entspannung verdient. Leg dich einmal auf den Rücken. Mach's dir gemütlich. Ich hoffe, du hast den gesamten Körper bemerkt. Wenn du jetzt hier das Gefühl hast, okay, ich kann noch eine Runde, Video zurückspielen, nochmal das Ganze nach vorne, ganzer Körper wieder trainieren, okay? Das kannst du jeden Tag mit einbauen. Du kannst deine eigene Übungsrunde reinbringen, du kannst aber auch die alten Videos anschauen und die nach der Übung rausschauen und immer 20 Sekunden darauf takten, okay? Du entscheidest. Erstmal entspannen, Rückenlage. Mach es dir gemütlich. Arme neben den Körper. Normalisiere deine Arme. Schönes Workout. Lass die Schultern tief fallen. Versuch mal ganz tief durch die Nase einzuatmen. Und über den Mund wieder auszuatmen. Tief durch die Nase ein. Und aus. Stell langsam beide Beine an den Rücken auf. Und locker mal die Oberschenkel aus. Ich glaube, auch die haben heute gut gearbeitet. Perfekt. Hebe mal deinen rechten Fuß von der Matte ab. Greif die Beine an deine Knie, geh jetzt hier die Oberschenkel ran. Lass die Schultern liegen und wippe mal nur den Unterschenkel kleine Wege auf und ab. Deine Atmung ist und bleibt schön tiefer gut. Und wir strecken das mal einmal ganz lang Träge raus. Greife tiefer an deine Oberschenkelrückseite. Lass hier die Schulter liegen, wo die Zehenspitzen richtig schön dran sind. Wenn es gut klappt, hol das Bein noch mal ein bisschen dichter. Halten und genießen. Löse die Spannung. Atem wird ausgelockert. Und wechsle die Beinseite. Linker Fuß hebt ab. Griff die anderen Knie, geh den Zehenoberschenkel ran. Lass die Schulter liegen. Finde dein Unterschenkel kleine Wege auf. Dein Arm ist und bleibt schön tief erhöht. Strecke das Bein lang nochmal zu dir raus. Greife tiefer an deine Oberschenkelrückseite. Lass die Schulter liegen, wo die Zehenspitzen sind. Wenn wir die Spannung haben, lösen wir uns die Kraft des Beines ein bisschen schwungig aufzurichten. Drehe dich auf allen Vieren hinüber. Viel Füßverstand. Arm nochmal weiter vorne, setz dich mal tief auf die Ferse herunter. Wandern langsam mit den Händen dichter zu den Knien ran. Richte den Oberkörper langsam auf, dass sich die Hände von der Matte lösen. Komm mit dem rechten Bein mal nach vorne, schieb die Hüfte ganz weit nach. Zieh meinen linken Arm zur rechten Seite rüber. Dehnung für den Seitenrumpf. Lösen, Seite wechseln. Linkes Bein vor, Hüfte schiebt nach, rechte Hand geht zur linken Seite. Löse die Spannung, drücke die Beine aus dem Oberschenkel nach oben heraus. Locken die Beine aus, locken die Arme aus. Bisschen breiter als hüftbreiter Stand. Knie locker leicht gebeugt, rechte Hand geht auf die linke, macht den Rücken nochmal richtig schön rund. Schieb auch hier nochmal das Becken nach vorne, kipp zur Brust heran und die Schultern schön weit auseinander. Dreh die Handflächen zu dir auf, komm mit den Armen stolz nach außen geöffnet, schließ mal unseren Stand. Beweg gerne mal diagonal zu den Rücken. Arme die tief, kreis die Arme weit, Arme tief. Ein und aus. Zweimal noch. Tief ein.
Und auf ein letztes Mal. Aus. Lockern die Arme aus, lockern die Beine aus. Hab dich gefreut. Halbe Stunde volle Power, schönes Tabata. Geht immer einmal am Tag. Du suchst dir dein Deckung aus. Denk dran, 20 Sekunden, stell dir einen Timer, nimm das Video. Hör die Musik an. Und finde deine Übung. Gerne helfen mir dabei. Dann erreichst du doch immer noch telefonisch. Auch immer von 8 bis 19 Uhr. Immer noch unter der 0541-1054. Falls ihr auch Trainingsfragen habt, sind wir gerne für euch da. Hoffentlich bis bald. Macht es gut. Auf Wiedersehen.